Ihr kriegt gleich alle noch ordentlich euer Fett ab. Schmerzhaft werden. Glaub mir. Von hier hinten soll ich dann da... Ah, okay, alles klar. Der Boss will den hier selber Nightwing retten. In drei, das, zwei, wir lassen dich noch ein kleines eins. Bisschen länger leben. Ja, und wir lassen euch gleich ein bisschen länger schlafen. Klasse. Denn genau so sieht's nämlich mal aus. Mach Hackfleisch aus ihm! Ja, warte. Erledigt ihn, Mann! Erledigt ihn! Na, warum geht denn das nicht? Guck mal, ich mach den hier und dann. Nein. Was machen wir jetzt? Batman! Hier, um dich zu erledigen. Ah, ich wurde doch extra. Stopp mich! Ja. Bitte sehr. Ich hab gerade extra probiert, hier das mit dem Dings zu machen. Guck mal, das funktioniert gar nicht immer. Also das mit dem... Ich will doch nur hier dem auf dieses blöde Verkackt, danke, Schild springen. Genau, schön den Dicken ausschalten. Bang. Ach, ich will doch nur hier diesen, genau, diesen blöden Move machen. Guck mal, da und nur spring doch auf das blöde Schild drauf. Ach, Mann, du! So, dann halt... Alter! Also manchmal... Also... So, ne? Was hast du dir dabei gedacht, allein herzukommen? Ein Danke fürs Aufspüren wäre schon nett. Du solltest froh sein, wir haben alle Depots. Der Pinguin ist erledigt. Wir müssen ihn immer noch finden. Du siehst mal ein bisschen ramponiert aus, mein Freund. Schätze mal, der ist abgehauen. Die ist ein bisschen... Ja... Ein bisschen viel in die Fresse gekriegt, ne? Ich hab ihn vorhin fast erwischt. Ich konnte nicht einfach gehen. Vielleicht hätten wir keine andere Chance bekommen. Aber der sitzt ja schon im Kittchen. Also wir haben den doch schon längst weggesperrt. Also da muss ich sagen, weiß ich gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht ganz... Warum der nochmal dazu in der Lage war, Nightwing zu... Ja, also der sitzt ja im Kittchen, der ist im Gefängnis. Ach, ist ja auch egal. Kriegen wir bestimmt gleich auch noch mit. Ist das nicht gemütlich? Auf den hier solltest du aufpassen, Batman. Ja, aber das hatten wir nicht genau die Situation schon? Komm näher und ich zeig dir den Inhalt seines Schädels. Hey, Oz. Ich muss bestimmt Doppelteam-Dings bei uns drücken, ne? Flying wer? Was faselst du? Ja, Doppelteam. Ja, aber das hatten wir doch schon. Nein, stopp! Ich bring dich um! Genau das hatten wir aber doch schon. Ich schwöre bei Gott, töte mich lieber, Batman. Sonst bringe ich dich um. Ich werde... Ja, weißt du, genau das Fresse. Wollte ich gerade vorschlagen. Jetzt kommt der Teil, wo du mich abmahnst. Ich bin stolz auf dich. Ist bei dir alles okay? Das ist das Ende. Wir sehen uns nie wieder. Sag sowas nicht. Das hält dich nicht auf.
Nichts hält dich auf. Beschütze Bloodhaven. Versprich mir. Schon okay, Bruce. Ich versteh's. Du willst bloß nicht, dass ich hier bleibe und dir die Show stehle. Dick. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich also, weiß. Ja, das ist auch so eine sehr, sehr spezielle Bindung, die er zu all seinen Jungs hat, im Endeffekt. Oder zu seiner ganzen Bad Family eigentlich ja mittlerweile. Aber den haben wir auch schon eingelocht. Mitfahrer. Das klingt so, als hätte ich gerade irgendwie... Sie als Altmetall verkaufen, wo du jemals rauskommst. Ohne deine kleinen Helfer bist du ein Nichts. Ich hätte dich fast gar nicht gemacht. Was ist denn los? Hast du Angst? Genau so ist es aus. GCPD oder Leichenschau. Leere Drohne. Jeder weiß, dass du nie tötest. Ich bin heute nicht ganz der Alte. Ich bin mir sicher, dass du dich morgen besser fühlst. Eine geruhsame Nacht kann Wunder wirken. Ja. Also Batman geht nun mal gerade wirklich fest davon aus, dass er selber den Tag nicht überleben, also irgendwas, dass er das nicht überleben wird. Deshalb verabschiedet er sich ja irgendwo schon von jedem. Aber mal schauen, ob sich das vielleicht nicht doch abwenden lässt. Also ich weiß jetzt auch noch nicht, wie die Story ausgeht und so. Bewegung, weil, Koppelpart. Wie gesagt, auch von Anfang an ja gesagt habe, ich spiele das blind. Bis halt die eine Sache auf mit Ra's al Ghul, die ich halt zweimal, hey, dreimal machen musste. Ja. Jetzt sind wir alle wieder vereint. Ohne sie war es nicht das Gleiche. Siehst du das, Batman? Das ist Treue. Du musst stolz sein. Aber der war doch schon. Den haben wir ich hätte Scarecrow schon vor langem sagen sollen, dass es ein großer Fehler ist, dich ins Spiel zu bringen. Pass auf, was du sagst, Oswald. Wir befinden uns jetzt auf der gleichen Seite der Gitter. Lass dich nicht täuschen, Bats. Unter dieser mickrigen, fetten, diebischen Schale steckt ein trauriger kleiner Teddy, der nur raus will. Sicher. So, Auswahlbildschirm, denke ich mal. Ich würde ja sagen, wie weit sind wir denn da? 88%? Kämpfst du mit mir, wenn ich deine Trophäen finde? Gut, Nigma. Ich nehme dich beim Wort. Das heißt... Ja gut, aber das heißt, also noch kann ich nichts tun, richtig? Weil ich noch nicht alle Trophäen habe oder noch nicht genug ich weiß, Trophäen was die habe. Hinter deinem Rücken über dich sagen, Freak. Ist mir scheißegal, was die Cops so um mich sagen. Also ich muss also noch ein paar Trophäen finden und dann kann ich auch Edward in einsperren. Das heißt, gerade jetzt kann ich nichts mehr mit dem machen. Ah ja, stimmt, weil ja, da war ja dieser dämliche Roboter. Das ist fuckt vielleicht ein ganz kleines bisschen ab. Das heißt aber dann, aktuell stehen mir als Missionsziel-Gedingse stehen mir zwei Sachen zur Auswahl. Das kann ich gerade noch nicht machen. Herrscher der Straße, weil gibt es nicht. Alfred, gibt es irgendwelche Spuren? Bedauere, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in vielen offenen Fällen zu ermitteln. Genau. Also das kann ich gerade nicht machen. Das sieht mittlerweile immer besser aus. 70% der Hauptmission haben wir bis jetzt gemacht. Ich würde dann gerne einmal... Zurück. Polizeihubschrauber melden ein brennendes Bat-Symbol in Chinatown. Dann würden wir doch einmal kurz nach Azrael fahren. Das ist ja nur eine kurze Kampfmission. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich der passende Nachfolger für
Batman ist. Kann's kaum erwarten, dass Scarecrow diesen Mist. Wo soll er denn sein? In letzter Zeit wird's hier echt langweilig. Hier? Wo? Hallo? Hier ist nirgendwo was. Wo brennt's? Ah, da brennt's. Die Gates redet dauernd über dieses Cloudburst-Ding. Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Mal schauen. Fordere mich erneut heraus, Batman. Ich bin bereit. Also, finde ich ein bisschen... Also, gibt's so ein paar Sachen, die gefallen mir einfach gerade nicht. Was soll ich denn tun? Also, wenn du getroffen wirst, hast du mich und die Herausforderung verloren. Ja, schon klar. Beweise das heißt, ja, schon verkackt. Danke. Diese Niederlage lastet auf mir. Ah, oh, Mann. Gib nicht. Ich muss auf. Im Endeffekt muss ich einmal. Erstmal den Typen. Nein. Warum kann der Elektro sein? Nein, will ich nicht. So. Ich hab's geschafft. Woohoo! Du bist ein guter Kämpfer, aber dich erwartet eine letzte Herausforderung. Melde okay. dich, wenn du bereit bist. Sei bereit für meinen Sieg, wenn ich zurückkehre. Für meinen Sieg? Er ist wirklich hartnäckig, Sir. Aber Sie scheinen noch nicht überzeugt. Sammle einfach weiter Daten, Alfred. Es interessiert Sie vielleicht, dass ich die Insignie auf Ezreals Rüstung untersucht habe. Es handelt sich anscheinend um das Wappen des Ordens von Saint-Dumas. Den Orden genau. gibt es schon seit Jahrhunderten. Ihr Auftrag ist es, Gotham zu beschützen. Es gibt jedoch kaum Aufzeichnungen und viele halten seine Existenz nur für einen Mythos. Gute Arbeit, Alfred. Finde noch mehr heraus. Saint-Dumas. Was? Ich bin gerade nicht da. Ich habe gerade zu tun. Sehr, sehr wichtiges Business. Ja, genau. Wenn denn die Frage ist, was machen wir mit den 6 Punkten? Ich würde fast sagen, alle Spezialkommandanten stehen bereits noch 5-mal zur Verfügung. Das ist dann ganz gut. Das nehmen wir gerade. Da kann ich leider immer noch nicht das freischalten, was ich gerne freischalten würde, beziehungsweise kann ich noch nicht mal sehen, was das ist. Annäherungsmine zündet automatisch und friert Gegner ein. Finde ich gut. Nimm mich. So, 0 Punkte. Dann ist es an der Zeit, mit der Hauptmission weiterzumachen. Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Niagani Island untersuchen. Ich fürchte, es sind keine guten Nachrichten, Sir. Wie alles heute Nacht. Der hat noch keinem davon erzählt, dass er hier Leiden hat, ne? Das hier mit dem Joker-Gift, das ist langsam so ein bisschen an ihm zerrt. Also das heißt, Alfred weiß das auch noch nicht. Ich hoffe ja, dass es mit dem, also was, ja, dieses Foreshadowing, was man da so ein bisschen gesehen hat, dass halt Batman am Ende sterben soll, das ist halt eher so, ja, eine Fehlinterpretation von Gordon gewesen ist. Finde ich ein bisschen doof. Dies ist eine öffentliche Bekanntgabe. Ich wollte euch nur darüber informieren, dass Batman meine Rätsel nicht lösen konnte, weil er wirklich, wirklich dumm ist. Danke. Macht doch weiter mit euren langweiligen Ideen. Schon klar. Den Eddie, den kriegen wir auch noch am Sack. Was ist denn das da an der Wand gewesen? Umgedrehter Bett irgendwas.
Ich hab schon ewig nichts mehr so, von wo müssen wir denn hin? Glaub, genau, hier ruckelt's und rumpelt's und pumpelt's. Muss ich wirklich alle Riddler-Rätsel haben? Weil ich meine, an ein paar Sachen davon komme ich ja jetzt sowieso erst dran. Wenn wir in der Story noch ein Stück weiter vorgehen, dann habe ich ja letztens schon mal gesagt. Solomon Grundy. Sehr geil. Das ist doch bestimmt Rätsel. Oder? Guck mal, wenn ich so mache. Kein Objekt geortet. Schade. Oh, ich soll mit dem Auto dahin. Mir wird extra angezeigt, steig ins Auto und stell dich nach da vorne auf dieses Tableau. So, und nu? Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Ich wollte gerade sagen, eigentlich gibt es doch keine Panzer mehr. Aber sie es gibt... konnte es nicht lassen. Schickt einen Wex und schon Rattler. Macht sie kalt! Das heißt, jetzt kommt... Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Arbeite mit Poison Ivy zusammen, um den Angriff der Miniskriffe auf den Botanischen Garten... Ja, super. Komm, halt jetzt. Wo ist denn der andere Panzer gewesen? Da war doch gerade irgendwas. Du musst doch mehr zu reden haben als eine Pflanze. Wie verzweifelt du sein musst. Primärziel hat Diamond weggetroffen. So, da waren es nur noch 11. Die Pflanze kämpft noch immer, Sir. Wir haben Verluste. Batman mag stark sein, Sergeant. Aber ihr braucht denn ein bisschen Hilfe. So, wo seid ihr denn, meine Kinder? Zeigt euch! Ihr könnt fliegen, denn ich bin fucking Batman. Na 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 richtig. Ich hab Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder vertreibt ihn von der Insel. Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Hä? Was? Wo? Ich bin noch nicht umzingelt. Pass die gesoffen auf, oder was? Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden was Sie denn? Nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Ja, was soll denn wo jetzt kommt? Cobra-Panzer. Wo ist Cobra irgendwas? Oh, das sind diese, wo ich nur von hinten dran kann, ne, Panzer. Das sind doch diese Panzer, wo ich nur von hinten dran kann. Wenn ich mich recht erinnere. Sir, ich kann das Primärziel nicht finden. Er ist weg. Verteilt euch, findet ihn. Orbitalscan initiieren. Sofort, Sir. Habe ich. Ich schicke Unterstützung aus der Nähe hin. So, einmal hier rum. Moment. Sneaky, sneaky. Hier ist nichts. Er ist fort. Patrouille wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. So. Cobra offline. Habe Panzer noch Nummer 2. 3 sind noch. 3 to go. Sir, wir haben noch 3 Cobras. Oh, oh. Nee, ich muss mal weg. Kann ich mich hier verstecken? Oh, ja, kann ich, aber es bringt nicht wirklich was. Geh weg! Hallo! Ziel getroffen! Autsch! Fuck you! Was ist denn dein Scheißproblem? Ja. Unsere Hölle ist dahin. Wir waren genau da. Fangt ihn. Oh.
Ja, das ist natürlich jetzt echt scheiße. Ich bin genau auf der falschen Seite. Die gucken alle in meine Richtung. Ich kann... Da, der hat sich weggedreht. Ah, ich darf nicht schießen. Kann ich mich hier verstecken? Nein! Kann ich nicht! Kann ich nicht. Fuck it. Also ich darf nicht schießen, weil schießen bedeutet, die hören mich. Ist aber okay. Du bist erledigt. Macht auch und Sinn. Gotham ist es auch. Nein, sehr leise. Mach ich gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Ich habe nämlich das super bad Zeit-Zurückspulungsgerät. Und damit setze ich mich jetzt einfach 3 Minuten zurück in die Vergangenheit. Arbeite mit... Ich muss jetzt alle Panzer Sie wieder erstmal. Naja, ist egal. Nee, doch nicht. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Von wo aus habe ich denn am besten Zugang zu allen Panzern? Die kommen jetzt von... So, ich packe mir die am besten so, hm? Da sind 4 Stück. Habe ich die Möglichkeit... Wo ist der oben oder unten? Da haben wir doch schon mal einen. So, einer. Schicke 2 Kobras dahin. Ja, schick immer 2 Kobras dahin. Derzeit. Er ist weg. Wo ist der? Guck nicht hier rüber. Genau, guck in die andere Richtung. Doof. Ich muss hier ein bisschen was kaputt machen. Aber das dient alles nur dem höheren Zweck. Genau. Programmier du mal deine Kobras. 3 Kobras im Einsatz. Und während du programmierst, bin ich... Wo ist der denn hin? Ist der oben auf der Brücke? Meine Drohnen werden dich aufspüren. Er ist oben drüber. Da. Na komm. Pikachu. Verbindung mit Ruhe verloren, Sir. Schick sofort Verstärkung. Wo sind die anderen beiden? Da. Batman, deine Zeit ist abgelaufen. Einmal und. Unter Umständen. Na. Ich wollte gerade sagen, kann ich ja vielleicht. Nein. Oh, komm schon. Fuck it. Denkst du entkommst mir? Ja, nee, ich will ja auch gar nicht entkommen eigentlich. Ich will ja eigentlich... Kommt der jetzt da rein? Ich weiß nicht genau, wo der Panzer ist. Das ist ein bisschen scheiße gerade. Ich brauche mich nur einmal zu treffen und ich bin im Arsch. So, aber jetzt ist nur noch einer über. Schicke eine Kobra als Unterstützung. Und einer ist zum Glück eine Sache, die auch irgendwie ja handelbar ist. Würde ich doch behaupten. So, der kommt da jetzt sicher erstmal... Nein, kommt der nicht hier runter? Muss ich da hoch? Okay. Ist der runtergefahren? Der ist runtergefahren. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Na, ich brauche mich auch nicht verstecken. Ah, er dreht sich. Kommt jetzt wieder hier lang. Genau, dreh dich einfach nur ganz rum. So ist brav. Huja! Er hat die Kobras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren, und zwar alles. Hm,
Nö. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Ja. Ivy! Hast du gehört? Wir müssen gehen. Du bist auf jeden Fall gut mit deinen Pflanzen gerade dran und so. Und danke auch für die Mitarbeit bisher. Aber ganz offensichtlich kann ich dich gerade so nicht alleine lassen. Deine Arbeit wird hier nicht länger auf grünen Boden stoßen, sozusagen. Und das bedeutet, ich muss dich leider wieder mitnehmen. Da rein, da runter, ist hier am besten. Komme ich hier gut? Ja. Alles so ein bisschen zugewachsen. Oh, hier gibt es eine Treppe innen, indoor. Batman steckt bis über meine Flügel drin. Hört ihr, Leute, wir können ihn erledigen. Ja, genau. Heute Abend ist unsere Chance. Mit einer ganzen Armee und uns gegen sich hat er sich deutlich übernommen. Ja, ja. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Muss doch eine Etage irgendwie höher gehen noch? Oder nicht? Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, also, der wäre so gut wie tot. Wie komme ich denn hier rein? So, hier. Ah! Die ist einfach in einem Baum drin, oder was? Hallo? Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Weil da ist was? Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Oh. Oh. Oh, nicht so cool. Nicht so cool. Gar nicht so cool. Ivy, runter! Oh. 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 Wie? Oh, jetzt ist dann nicht so cool, hä? Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Nanu? Sah so aus, als würde die erst noch irgendwas sagen wollen. Irgendwas Bedeutungsschwangeres. Was macht sie denn? Sie verbindet sich so ein bisschen mit dem Baum noch, oder was? Um den zu schützen, oder? Oh, fuck, Alter. Ich habe eigentlich gedacht, wir können das aufhalten. Das ist gar nicht erst dazu. Ja, dann würde ich sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es... Willkommen in Gotham, der Stadt der Angst. Sir, eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Alter! Ich weiß, Alfred, es ist übel. Und Sir, das Kraftfeld des Cloudburst hat den Energiekern des Batmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt, dann wird er ihn auch zerstören können. Wow! Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seien Sie aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Zerstöre den Cloudburst-Panzer. Alter Finne, damit habe ich jetzt... Also, ich habe eigentlich gedacht, das ist krass, wie das auch aussieht. Hammer! Ihr habt damit gerechnet, wir können das vielleicht vereiteln.
Aber dass die City so eine Wandlung nochmal durchmacht, auch. Hammer. Krass. Ey, ich bin wirklich richtig von den Socken gerade. Sterben wir, wenn wir da unten reinfallen? Oder würde dann vollkommen Banane oder sowas? Oder irgendwas? Aber Hammer, guck mal, wie wenig nur noch von der Stadt auch zu sehen ist.